Hallo, ich bin die Mary-Ann von Bring Together und ich habe heute Mandy Fuhrmann zu Gast. Sie ist Vorstand vom Anders Zusammenleben e.V. in Übigau. Und Mandy hat uns heute einen Plattenbau mitgebracht und sagt uns, was man damit machen kann. Ja, ich bin Mandy Fuhrmann, sitze jetzt in der Nähe gerade in Nürnberg, aber stamme aus dem Landkreis Elbe-Elster aus Übigau, einem kleinen Ortsteil, heißt Rastow. Warum interessiert mich das mit diesem Plattenbau in Übigau? Auf der einen Seite, ich arbeite seit 9 Jahren schon als Vorstand von einem Wohnprojekt an das Wohnen in Nürnberg für Senioren und Alleinerziehende. Und ja, das Ganze hat mich auch inspiriert, das in meine Heimat zu machen. Deswegen bin ich auf diesem Plattenbau. Das ist eine ehemalige Schule. Dort durfte ich auch lesen und schreiben lernen. Steht seit vielen Jahren leer und daraus ist die Idee entstanden, ein Generationswohnhaus zu machen. Also sprich vom Klassenzimmer zum Wohnzimmer. Genau. Wie kann ich mir denn das Leben dann vor Ort vorstellen? Kannst du da schon was Genaueres dazu sagen? Also es soll für jede Generation sein, von jung bis alt, sag ich mal, vom Baby bis Senioren. Wir haben geplant, dass wir verschiedene Zimmer anbieten oder Wohnungsgrößen anbieten, geplant von 30 Quadratmeter bis 95 Quadratmeter. Ist ein ehemaliges Schulgelände, das heißt, wir haben ganz viel Platz, was mit Schulhof betrifft und Freiflächen. Was ganz besonders ist, dass es ja ein Gemeinschaftshaus wird, dass so auch die Nachbarschaftshilfe angesprochen wird, dass man auch ein bisschen die Älteren unterstützen soll, auch vielleicht die Familie mit unterstützen soll oder die Alleinerziehenden, dass man ja einfach wirklich auch gegenseitig was machen kann, Projekte gestalten kann, das Zusammenleben wieder zusammenführen kann. Und hast du da Hilfe von außerhalb bekommen oder stemmst du das Projekt allein oder der Verein? Wie funktioniert das? Genau, unser Verein, wir haben uns 2020 zusammengeschlossen. Ich selber hatte schon 2018 die Idee dazu, bin da zu der Stadt gegangen und habe dieses Projekt, diese Idee vorgestellt. Und das ist für die auch was Neues. Und dann hat man nur gesagt, ja, Mandy, mach mal. Du hast die Kontakte aus Nürnberg schon und probier es einfach, ob das in Brandenburg auch was werden könnte. Und so bin ich eigentlich ja, zu verschiedenen Stiftungen gegangen, Instituten gegangen, mit verschiedenen Netzwerkpartnern gesprochen, ob man sowas eben auch in Brandenburg aufziehen könnte. Ja, bis hin zum Bundesfamilienministerium. Und somit ist das auch in die Runde in Übigau gegangen. Und man hat, oder ich habe dort den Verein gegründet mit ja, ehemaligen Hortnerinnen oder vom Seniorenamt welche. Die Bürgermeisterin ist mit im Boot, weil die einfach wollen, dass da was passiert. Genau. Wie ist denn das, wenn das Projekt dann fertig ist? Geht das dann an die Bewohner über oder bleibt das bei dem Verein? Kannst du da schon was Genaueres dazu sagen? Also geplant ist jetzt, dass der Verein erstmal dieses Grundstück, dieses Gebäude kauft. Das ist so von mit der Stadtverwaltung abgesprochen. Und wir werden aber jetzt parallel, wird eine ja, Bürgergenossenschaft oder Wohnungsgenossenschaft entstehen, um einfach dieses mit den Mitgliedern und den Bewohnern, das, ich sage jetzt mal von Mensch zu Mensch, das Projekt aufzuziehen. Dass jeder da die Chance hat, damit reinzukommen. Könntest du für unsere Community kurz erklären, was das ist, die Bürgergenossenschaft? Weil es hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Genau, also ja, es gibt ja Wohnungsgenossenschaften oder Bürgergenossenschaften. Ja, was ist eigentlich eine Genossenschaft? Das sind immer Leute, die sich zusammentun, um ein Projekt aufzuziehen. Und somit ist es eigentlich auch bei so einem Generationswohnhaus, dass sich eine Gruppe bildet, die dort das bauen möchte und auch dort wohnen möchte oder will. Und es ist so, dass man zuerst sozusagen wie beim Haus, beim Eigenheim, braucht man ein Eigenkapital. Das zahlen sozusagen die Bewohner dort ein. Es kann gebaut werden. Diese tun dann auch, ich sage es bei einer Genossenschaft, eine relativ niedrige Miete auch zahlen, weil auch ein Großteil auch schon von dem Eigenkapital kommt. Das nennt man Wohnanteile. Und diese Wohnanteile, was dort einbezahlt wird, bekommen auch die Leute, die ausziehen, auch zu 100% wieder, beziehungsweise sogar die Erben. Es kann auch vererbt werden. Also eine gesicherte, ich sage jetzt mal, eine unkündbare Wohneinheit. Also es das heißt auch nicht Mietvertrag, sondern Dauernutzungsvertrag bei sowas. Wenn ich da mitmachen möchte, dann erwerbe ich Genossenschaftsanteile und mit
Die zahle ich dann jährlich weiter und zahle dann noch eine Miete für die Instandhaltung. Nee, also Wohnungsanteile sind einmalig zu zahlen. Man hat immer so die Konstruktion, man bezahlt einmal eine Mitgliedschaft, das ist gleichzusetzen wie eine Kaution, sag ich mal, bei einer Mietswohnung. Und dann diese Wohnanteile, das sind immer 10% von den Baukosten. Kommt immer auf die Größe der Wohnung an. Ich sage jetzt mal, bei unseren ist geplant von 8.000 € bis 25.000 €. Und das wird einmalig bei Einzug gezahlt. Und diese Mitgliedschaft und diese Wohnanteile, wie schon gesagt, bei Auszug, wenn das gekündigt wird, geht das eins zu eins wieder zurück. Plus vielleicht eine Dividende, wenn man gut wirtschaftet bei der Genossenschaft. Okay, jetzt muss ich trotzdem nochmal nachhaken. Heißt es dann, ich zahle gar keine Miete mehr oder nur die Nebenkosten? Doch, Miete schon, aber ich sage jetzt mal nicht so wie auf dem freien Markt. Einmal sind es ja auch sozial geförderte und frei finanzierte Wohnungen, die wir haben. Das wird vom Land auch vorgegeben. Aber zumindest kann ich sagen, günstigere Mieten, wie ich sage jetzt mal, wir liegen bei circa 6 € kalt. Normaler Neubau jetzt, auch in Brandenburg, sind wir schon bei 10 € kalt gelandet. Ja. Ja, das ist ein erheblicher Unterschied auf jeden Fall. Ja, leider ist es jetzt so, dass es man sich wirklich jetzt ja, nicht demokratisch, also den Leuten anpassen muss, wie halt auch die Lage ist, ne? Also es sind andere Mieten wie vor 10 Jahren, das waren. Es sind andere Rentenbescheide bekommen haben, wie es vielleicht vor 10 Jahren noch waren oder Renten. Und da muss man einfach anpassen, was die Leute verdienen und was sie noch ausgeben wollen fürs Wohnen. Habt ihr denn schon Menschen, die da einziehen wollen in euer Projekt nach Übigau? Ja, also durch diesen Verein, den wir gegründet haben, sind auch schon Leute dabei, die wirklich einziehen wollen. Wir haben bundesweite Anfragen. Also aktuell sind jetzt 3 Personen, mich mit eingeschlossen als Rückkehrerin, die dort mit einziehen wollen. Aber es sind ständig, also ja, jeden Tag Anfragen zu dem Projekt. Und wir suchen natürlich auch noch Leute. Das wollte ich gerade fragen. Sucht ihr denn noch Menschen, die mitmachen? Ja, gerne. Also auf jeden Fall. Gerade das Landleben, also wir merken gerade von den Großstädten, die Leute kommen aufs Land. Es ist alles geboten, auch in Übigau. Also es ist die Wirtschaft da, es sind Wirtschaftsbetriebe da, die händeringend Leute suchen. Wir haben 3 Kilometer weiter Falkenberg-Elster, was eine gute Zuganbindung ist. Also da ist man nach 1 Stunde in Berlin, Leipzig oder Dresden. Also das ist ein großer Vorteil. Und wir haben trotzdem alles, was an Lebensmittelgeschäften ist, Ärzteversorgung, sonst da was gegeben. Habt ihr jetzt in den nächster Zeit eine Veranstaltung, wo man euch besuchen kann, Tag der offenen Tür oder sowas, um direkt mit euch in Kontakt zu treten? Genau, wir planen für den 16. September ein Familien- und Bürgerfest zusammen mit den Glückskindern von Übigau. Dort wird wieder ein großer Flohmarkt auf dem Schulhof sein. Wir werden das Schulgebäude offen haben, weil wer gerne noch Schulmaterial braucht, wir haben noch ganz viele Fachräume, die gut ausgestattet sind. Also jeder darf sich da was mitnehmen. Wir zeigen dort den Leuten, wie eben zum Beispiel aus so einem ehemaligen Chemieraum in eine schöne Vier-Zimmer-Wohnung werden kann. Also am 16. September ab 13 Uhr gerne kommen. Wir sind da.